Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Guitar TV zum Thema modernen Country-Gitarre-Spiel mit mir, Peter Fischer. Hallo, na, wie geht's? Ja, zum Abschluss meiner kleinen Serie ein ganz besonderer Leckerbissen. Open String Scales. Was sind Open String Scales? Open String Scales sind ein ganz wichtiger Bestandteil der traditionellen und modernen Country-Gitarre. Wie ist eine Spieltechnik, wie sie von Chet Atkins, Brent Mason, von den ganzen Country-Chefs also eigentlich permanent eingesetzt wird. Beim Open String Scale spielen, was bedeutet Open String Scales? Open String Scales, also Tonleitern mit offenen Saiten. Jetzt könnte man denken, das ist ungefähr so. Ist ja auch eine Tonleiter mit offenen Saiten gespielt. Fast richtig. Es ist so, die Country-Spieler versuchen beim Spiel von Tonleitern so häufig offene Saiten einzusetzen, wie gerade eben nur möglich. Ein Beispiel dazu. Zum Beispiel eine C-Dur-Tonleiter kann man hier oben, siebte Lage, sehr schön spielen. Oder die mehr Rock beeinflussten Leute von euch, Spieler von euch, die würden sie vielleicht mit drei Noten pro Seite spielen. So, die Country-Gitarristen spielen das allerdings so. Jedes Mal, wenn ein Ton an der Reihe ist, der eigentlich mit einer offenen Saite gespielt werden könnte, wird dies getan. Es beginnt mit dem Ton C, der wird ganz normal konventionell gespielt. Der Ton D, der jetzt als nächstes kommen würde, kann ja potenziell mit der leeren D-Saite gespielt werden. Und richtig. Natürlich wieder mit Hybrid-Picking, das heißt also das C normal anschlagen mit einem Abschlag und dann mit dem Mittelfinger die leere D-Saite. Die nächsten beiden Töne, E und F der C-Dur-Tonleiter, kann man natürlich nicht mit offenen Saiten spielen, die werden wieder normal gespielt. Ich mache das folgendermaßen, dass ich das E anschlage und auf das F aufhämmere. Der nächste Ton ist das G. Ah, wir haben ja eine leere G-Saite, sehr schön. Und ihr merkt schon, es kommt ein ganz besonderer Klang zustande, nämlich die ganzen Saiten, die ganzen Töne, die verschwimmen so ein bisschen. So, es gibt so einen harfenmäßigen Sound und das ist genau der Klang, der bei ganz vielen Country-Gitarristen sehr häufig zu hören ist. Ich mach mal weiter. Der nächste Ton A muss wieder normal gegriffen werden. Nächster Ton H wird durch die leere H-Saite gespielt. Es wird ein Lagenwechsel gemacht. Der nächste Ton ist jetzt C. D wird konventionell gegriffen durch ein Hammer-On. Hohe E wird wieder mit der leeren Saite gespielt. F und G, wieder konventionell gespielt. Und jetzt mache ich eins, dass ich rutsche aufs A hoch. Pedal-Steel-mäßig einen ganzen Ton nach oben gezogen. Und dann spiele ich oben das C. Ich lasse sie so ein bisschen ineinander überklingen, damit es möglichst authentisch nach Pedal-Steel klingt. Nochmal.
bisschen eine Reibung. Also wenn man mal sich mit den Nachbarn vertraut machen möchte, schön diesen Lick üben. Dann geht's wieder runter. So, und dann wieder wie auf dem Weg nach oben auch abwärts leere Saiten einsetzen. Jetzt mal ein detaillierter Blick auf die rechte Hand. Das ist eine Idee, schneller mal. Zum Thema Open String Scales. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß damit. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Folge für euch zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einer weiteren Folge von Guitar TV. Zu welchem Thema? Lasst euch überraschen.